hast hier noch Fotos. Ja, sehr gut. Very good. Belgier, Krasnogor. Krasnogor-Tunnel. Belgier. Mach mal nicht irgendwie die Kopf hier. Ich bin so schlecht. Das ist alles gut, Ali. Ey. Laterne an. Lass Laterne? Du meinst es ernst? Okay. Haben wir noch mehr? Können wir hier noch nach unten gehen? Nee. Nee. Mhm. Leider nicht. Eben ist die Ratte jetzt nicht. Hoch und dann kommt vielleicht so viel. Das ist so ein bisschen insektenartig aus, wie der Leiter klettert. Naja, ein Tunnel darf ja nicht so klein sein, ne? Was ist das überhaupt? Das ist die Anfangsmelodie. Die Leiter! Wir schalten schnell für euch weg. 30 Minuten später. Ja, wenn das oben auf einem wenn das oben auf einem Berg ist. Ist ja logisch. Aber das ist dann nicht mehr überbrückt wird durch den Sequel. Darf ich kurz was sagen? Mhm. Wenn wir so lange in der Welt hatten müssen, wie das Anfangslied gedauert hat, ist das echt. Dann wechseln wir uns mal mit Halten ab. Ja, das ist okay. Vielleicht braucht man deswegen auch viel Ausdauer, weil die nimmt ganz schön ab. Komm mal nach unten bitte. Vielleicht ja, muss man was essen. Ist was. Raum! Ne, ist eine Ziege auf dem Rücken. Lecker. Pretty tasty. Ja, schön. Noch einer. Ja. Pretty tasty. Soll ich mich mal fallen lassen? Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt kriegen wir schon mehr Bewegungsdinger. Bewegungsdinger? Naja, mehr Bewegungen. Brauchen wir unsere letzten 10 Minuten? Das ist schön. Moment mal. Eine Leiter. Es ist aber eine gute Idee. Sowas wird überall durch halt Bruch überholt. Das ist langweilig. Aber man hat es auch nicht überall. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nächste Musik vorbei. Sehr gut. Was denn jetzt? Du ziehst ja was. Zigarre oder was? Chillig. Yeah. Das war eine lange Leiter. Metal Gear. Ja, da war eine lange Leiter gestanden. Die würde ich jetzt gerne mal runterrutschen. Oh, sammel das auf und dann, wenn ich hier nicht ist. Ja, ich möchte aber die Zwischensequenz noch sehen. Muss doch hier irgendwo sein. Geil. Die hat doch gesagt, die trifft uns da, also wird das jetzt auch gleich kommen. Nein, machen wir nichts. Hier kämpfen wir jetzt gegen den Endboss. The Mountain. Wow! Erst am Ende von dem. Ah, wie dumm! Scharfschützen. Von der entfernen geht's. Ja, nächste. So ein Mist. Warte mal hier auf die. Ja, eins. Okay.
ist jetzt extrem doof. Eine Zwischensequenz kommt ja nicht mehr. Glaube ich nicht. Wenn da erst noch das Gebiet dazwischen ist. Ach, Mist. Was, Verbrennung? Ja, und? Neben Verwandlung. Also. Wüste. Kondor! Ich finde das extrem gut, dass sie sowas einbauen. Tiere? Dass Adler jetzt wirklich leicht ist. Du hast recht! Wie gut! Ein Geier also. Da kommst du nicht rein. HQ, HQ. This is HQ. Weiß nicht, also, dass sie sich noch wundern beim Scharfschützengewehr, wie sie von dir angreifen. Stelle. Pause. Ist okay. Ich setze mich da mit denen auseinander. Richtig. Guten Tag, Leute. Olli hat jetzt... Darf ich das nochmal an dieser Stelle anbringen? Solange der Hut wegbleibt, ja. Du bist ein Pain-4-Killer, der es bis zum Ende getrieben hat. Mit dem Ende. Und damit würde ich sagen, es war eine schöne Let's Play-Reihe mit euch. Na gut. Nein, in Wirklichkeit war das eine total bescheuerte Episode. Olli hat überhaupt nichts zustande gebracht. Möchtest du das vertiefen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Danke. Wir haben die End besiegt, auch wenn das Suchen von dem Vieh ein bisschen nervig war. Von dem Vieh? Na, gucken wir mal an. Er hat sich doch hier verblättert. Im Buch. Der Tarnung. Na, das denke ich. Ja. Nee, danach war der Gegner aber wirklich nicht schwer. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Willst du jetzt noch deine Augen rausgucken lassen? Natürlich nicht. Und er war über 100 Jahre alt, das würde ich nur noch mal gesagt haben. Ja, unsere Speicherfrau erzählt uns wieder was über Raumschiffe. Und Filme. Unglaublich. Cool. Dr. Morbius. So, hast du was zu deiner Leistung zu sagen? Nein, ich möchte nur noch mal anbringen, das letzte Mal hast du auch eine grandiose Leistung verbracht. Du hast nur Pech gehabt. Und ich wette, ich habe jetzt drei Bosse gekillt. Nehmen wir mal an, es ist nur so Sorrow, The End und Worgen. Sagen wir mal, vielleicht noch Ocelot. Wenn der so als kleiner Mini-Boss wieder so kommt, ich wette, der stirbt in irgendeiner Zwischensequenz. Unfreiwillig. Egal. Durch eine abgeleitete Kugel von sich selber. Ja. Oder rutscht aus und fällt in sein Messer, was weiß ich. Auf jeden Fall, also drei oder vier Bosse. Und ich wette, du schaffst wenigstens zwei davon. Werden wir sehen. Wenn du da dran bist. Alles gut. Ich weiß es auch zu schätzen. Und wir haben
sind jetzt auf dem Berg angekommen. Iva ist nicht da, wo wir sie vermutet haben. Was das wohl heißt? Vielleicht vergnügt sie sich gerade im Waffenlager. Unten. Da, wo wir auch sind. Und wartet dort auf uns. Sehr schön. Nein, beim nächsten Mal mehr von Metal Gear, mehr von Snake. Ja. Und Snake. Und mehr von uns. Und mehr von uns. Ja. Damit kommen wir zum The End dieser Episode. Yes, of course. It's gonna be a pain in the fear. I fear this is the end and you don't have to feel any pain because of that. And this, my dear Markus, is really the end. Yes, of course. Goodbye.